Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur. Back am Start. Nach der profitablen Fat Center Session bin ich heute in einem weiteren Push Gaming Slot eingetroffen. Ich habe mir Joker Troop ausgesucht und im Vergleich zu meinen vorherigen Sessions werde ich mich heute an ein paar größeren Bonusweise probieren. Hierzu stehen mir mehr oder minder $48.000 zur Verfügung. Ich kann euch entwarnen, an meinem BTC-Guthaben hat sich nichts getan. In meinem Fall habe ich lediglich $48.000 in USDT eingezahlt. Und ja, ihr habt mich tatsächlich richtig verstanden, in meinem Fall habe ich Tether auf Stake eingezahlt. Gemäß der jetzigen Kryptosituation hat Stake endlich einen Stablecoin implementiert. Ich meine, hundertprozentig stable ist USD Tether natürlich auch nicht, da ein gewisser Spread vorhanden ist. Trotzdem ist ein Tether-Deposit halt nicht den jetzigen Fluktuationen ausgesetzt. Und ehrlicherweise finde ich super, dass Stake hier tatsächlich ein bisschen nachgedacht hat. Man kann sowohl Tether auf der ERC als auch auf der BSC-Chain einzahlen. Der jeweilige Unterschied ist nur die verwendete Blockchain. Die BSC hat halt effektiv geringere Gebühren. Dementsprechend finde ich es gut, dass sich Stake hier eingesetzt hat. Denn der Ether-Transaktionsfee ist mehr oder minder derselbe. Die Transaktion kostet dich wie gehabt einen gewissen Gwei-Betrag. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es um die 5 Euro. Da sind BSC-Deposits ein bisschen günstiger. Aber bevor ich jetzt noch zu weit ausschweife, widme ich mich endlich den ersten Bonus-Buys. Ich starte vorerst mit ein paar kleineren Features. Ich kaufe mir logischerweise alle drei regulären Boni. Ich starte mit dem Mini-Bonus, kaufe mir dann den Mid-Bonus und zu guter Letzt den Top-Bonus. Ich finde den Mini-Bonus eigentlich am interessantesten. Hier bräuchte ich halt effektiv einen guten Multiplikator und gegebenenfalls ein Level-Up in die Top-Stage. Dafür bräuchte ich dreimal einen Hit auf demselben Feld. Wenn ich das bekomme, wird es interessant. Sonst multiplizieren sich die Multiplikatoren logischerweise gegenseitig. Das heißt, wenn ich hier bestenfalls zwei 2er-Multis und zwei 5er-Multis und dann einen 10er bekomme, ist selbst im Mini-Bonus mega viel drin. Wahrscheinlich ist es im selben Zug logischerweise nicht, freuen würde es mich trotzdem. In meinem Fall starte ich die Session, aber recht mies. Ich bekomme keinen Multi, ich entferne mir langsam aber sicher alle Felder, dementsprechend vermindert sich das Potenzial und ich fliege im dritten Spin schon raus. Der erste Bonus ist ein Minus-Bonus bei. Ich hoffe einfach mal, dass auch Joker True Profit für mich bereithält. In Fat Center lief es ja gar nicht so schlecht. Drück mir die Daumen. Ich kaufe mir heute einen Max-Bonus. Dementsprechend wäre es auch sehr wichtig, wenn ich irgendwie mal ein bisschen was gewinne. So ein netter Tausender Multi auf einen Max-Bonus. Ich bräuchte nicht mal einen Maximalgewinn. Das ist mir komplett egal. Ich wäre mit einem Tausender Multi mehr als zufrieden. Den Bonus finde ich selbst am uninteressantesten. Ich bräuchte halt viele Mützen. Wenn ich die bekomme, bekomme ich gegebenenfalls ein größeres Feld, bessere Multis und mehr Potenzial. In meinem Fall kriege ich direkt einen Retrigger. Ich dachte, ich werde direkt rausgeflogen, bin ich glücklicherweise nicht. Ohne Multis geht sich hier aber eigentlich nichts aus. Ich bräuchte halt einen 10er Multi, einen 15er Multi. Dann ist ein bisschen was drin, sonst ist das ein recht uninteressanter Bonus. Ich finde den mit Abstand am schlechtesten. Trotzdem kaufe ich mir halt einen, gegebenenfalls zwei. Allzu viele Boni werde ich mir aber nicht kaufen. Kommt jetzt noch ein Level Up? Ne, bestenfalls bekomme ich auch hier drei Scatter, dann kriege ich wie auch im Mini-Bonus den regulären Bonus. Wahrscheinlich ist es nicht, freuen würde es mich trotzdem. Desto mehr Goldelemente die Mütze aufweist, desto besser ist sie. In meinem Fall kriege ich einen mittelmäßigen Bonus bzw. ein recht schlechtes Ergebnis. Ist der nächste Minus-Bonus bei? Ich verliere wie gehabt um die 75%. Jetzt wird es interessant und teuer. Ich kaufe mir den ersten Max-Bonus. Ist ein $5.700-Bonus. Ich hätte auch rein theoretisch ein paar Euro-Spins durchdrücken können. In meinem Fall habe ich mir heute Dollar rangeholt, da ich einfach mit USDT spiele und das irgendwie besser zusammenpasst. Ich könnte aber logischerweise auch mit Euro-Nomination spielen. Hier bräuchte ich halt ein paar Verbindungen, schnelle Spins und viele Scatter bzw. ein paar Verbindungen, dann ist ein bisschen was drin. Ist ein recht interessanter Bonus. Mit den Quickspins kann ich dann gefühlt unlimitiert viel gewinnen. Ich bekomme mal mindestens einen garantierten Retrigger, dementsprechend passt es. Beziehungsweise ich bekomme keinen Retrigger, ich hatte den Retrigger schon und habe nicht drauf geschaut. Das genaue Spielprinzip habe ich noch nicht ganz durchblickt. Ich bräuchte halt viele Retrigger, ich meine, das geht halt einfach zu schnell. Trotzdem bekomme ich im ersten $6.000 Bonus effektiv einen 1er Multi. Läuft ja wieder wie am Schnürchen. Vielleicht kann ich mir den Max-Bonus gar nicht leisten.
Ich meine, ich bräuchte jetzt schon ein paar gute Boni, sonst geht sich das gar nicht aus. Ich meine, dann kaufe ich mir halt einen Gamble-Bonus und spekuliere auf einen Max-Bonus. In meinem Fall kaufe ich mir aber nochmal alle drei Features auf einen 100er. Jetzt vielleicht ein bisschen Profit bzw. ein paar Multis. Das ist der 2er-Multi. Ich dachte für eine Sekunde, das wäre der erste Faktor. Ist es in meinem Fall aber nicht. Gib mir jetzt einen Faktor und irgendwie einen regulären Bonus. Das ist der 1er. Beziehungsweise vielleicht der 5er oder in meinem Fall der 1er. Sieht wieder erstaunlich schlecht aus. Ich meine, es ist ein teurer Bonus, das sollte man nicht vergessen. Ich zahle zwar nur 50 mal ein Basebet, trotzdem sollte ich schon ein bisschen was ausgehen. Erster Multi. Nehme ich mit. Gib mir direkt den zweiten Multi. Komm, das ist der zweite Multi. Schön, ein 4er Multi. Jetzt noch ein 5er Multi, dann sind wir gut dabei. Komm, ein 5er. Das ist ein 1er, glaube ich mindestens. Ja. Nächster Minusbonus bei. Phänomenal. Ist ein teurer Bonus. Ich bekomme wieder einen effektiven 7er Multi. Verliere so gesehen mal wieder den Großteil. Ich kaufe mir einen zweiten Mini-Bonus. Einen blauen Bonus spare ich mir. Den finde ich einfach nicht interessant. Und ich sehe keinen Grund, warum ich mir einen so schlechten Bonus kaufen sollte. Ist am Ende des Tages natürlich eine Geschmackssache, trotzdem finde ich den halt überhaupt nicht ansprechend. Dementsprechend kaufe ich mir lieber ein paar Gamble-Features bzw. ein paar Wheel-Features. Vielleicht probiere ich mich in näherer Zukunft auch wieder an Hongkong Tower. Da kann man sich zwar keine Features kaufen, aber das dort erinnert mich halt stark an Hongkong Tower. Ich meine, fand ich in der Vergangenheit immer brutal interessant, ist sicher einer meiner persönlichen Lieblingsdots. Das ist der nächste 1er-Multi, beziehungsweise ich dachte für eine Sekunde, das wäre ein Level-Up. Dann hat das Rad doch ein bisschen zu schnell gebremst. Jetzt einen 5er Multi, bitte. Komm, einen 5er Multi, bitte. Das ist ein 5er Multi. Schön, das ist ein 5er Multi. Mit viel Optimismus kriege ich ein Level Up zum Top-Bonus. Das wäre auch okay. Sonst hoffe ich jetzt auf einen 2er. Der 2er ist okay, der 10er wäre schlecht. Ist ein ganz akzeptabler Gewinn. Das ist ein 20er Multi. Nehme ich gern mit. 2000 Euro. Reduziert mal mindestens meinen Verlust. Jetzt vielleicht ein weiteres Level Up. Ein 10er Multi. 10. Bleibt bei 10. Ist okay. Ist ein 100er Multi. Starker Bonus. Kreditiert mir effektiv einen ganz soliden Gewinn. Ich glaube, das reicht gerade so nicht für den Top Bonus. Dafür bräuchte ich 45.000 Dollar. So sieht's aus. Dementsprechend kaufe ich mir noch einen Mini-Bonus. Denn 1000 Dollar in Rakeback habe ich logischerweise nicht rumliegen. Mindestens nicht in USDT, das ist aber glaube ich auch nachvollziehbar. Das sind die ersten Tetherbets, die ich jemals abgegeben habe. Dementsprechend bräuchte ich jetzt noch einen weiteren Profitbonus. Gib mir vielleicht ein Level Up zum Top-Bonus. Das wird ein 1er, das ist, beziehungsweise ein 5er. Das ist ein 10er Multi. Ja, könnte schlechter sein. Jetzt vielleicht noch ein 5er Multi oder etwas. Das ist ein 2er Multi, leider kein extra Faktor. Mit Optimismus geht sich ein bisschen was aus. Ich bräuchte jetzt noch einen Multi und dann halt eine Verbindung auf den 10ern. Die bekomme ich in meinem Fall nicht. Ist ein Minusbonus bei, war vielleicht zu erwarten, vielleicht auch nicht. Ich probiere mich an einem Top-Bonus, vorerst an einem 11.400 Dollar Bonus. Wenn der schlecht ist, kaufe ich mir keinen weiteren. Wenn der gut ist, kaufe ich mir vielleicht zu guter Letzt einen Max-Bonus. Bräuchte halt viele Spins, schnelle Spins und ein paar gute Verbindungen. Voll viel verstehe ich noch immer nicht. Ist mir ehrlicherweise aber auch komplett egal. Ich bräuchte halt ein paar gute Drops bzw. ein paar Verbindungen. Sofern ich das richtig verstanden habe, bräuchte ich halt die Scatter. Wenn ich die obere Walze voll fühle, kriege ich einen Rejigger. Vorher habe ich nicht genau drauf geschaut. Vielleicht lag ich auch einfach falsch. Das kann natürlich auch sein. Ist in meinem Fall aber mal mindestens ein 14.000 Dollar Hit, ein Profitbonus. Das sollte eigentlich auch ein Retrigger werden, würde ich mal mindestens behaupten. Wenn ich das dort jetzt richtig verstanden habe, ist in meinem Fall kein Retrigger. Blick überhaupt nicht, sage ich euch so wie es ist, blicke ich einfach gar nicht. Ist trotzdem ein Fit-Bonus. Ich gewinne ein bisschen was und ich kann mir einen Top-Bonus leisten. Und das mache ich auch direkt. Komm, einen Top-Bonus, jetzt einen 200er Multi, komm. Ich bin effektiv jetzt zweimal in der First Stage rausgeflogen. Dementsprechend könnte sich schon ein bisschen was ausgehen. Gib mir
halt irgendwie ein Level Up, irgendwie keinen 1er-Multi. Wenn ich jetzt einen 1er-Multi kriege, verliere ich wirklich die Nerven. Das wird schwierig. Das wird schwierig, komm. Gib mir jetzt keinen 0er-Multi, keine 0,5er-Multi. Natürlich bin ich selbst schuld, klar. Aber dass es so schlecht läuft, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, Steak macht sich mit mir die Taschen voll. Daran ändert sich nichts. Daran ändert sich einfach gar nichts. Einfach gar nichts. Ja, dann drücke ich noch ein paar Spins durch. Dann ist es ein kürzeres Video. Ich habe es probiert. Ich habe mir einen teuren Bonus gekauft. Ich meine, ich bin ein gewisses Risiko eingegangen. Ob es jetzt notwendig war, ist eine andere Frage. Und ich bekomme, wie gehabt, eine komplette Klatsche. Ich kann auch immer nicht ganz nachvollziehen, warum ich Joker Troop zocken wollte. Gemäß des Ergebnisses werde ich den in der näheren Zukunft sicher nicht mehr zocken. Ich hoffe, euch hat es trotzdem zugesagt. Lasst, sofern es euch gefallen hat, liebend gerne ein Like und ein Abo da. Entschuldigt meine mehr oder minder schlechte Stimmung. Ich glaube, es ist nachvollziehbar. Spart euch die Zockerei, macht es mir nicht nach. Cheers.